begrüße Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des Bundesliga-Nachholspiels zwischen Turbine Potsdam und dem FCR Duisburg. Zu meiner Linken begrüße ich unseren Gästetrainer, Herrn Karlheit, recht herzlich. Zu meiner Rechten unseren Trainer, Herrn Schröder. Traditionell, wie immer, überlasse ich zunächst dem Gästetrainer das Wort. Ein Kommentar zum Spiel, bitte. Erstmal Kompliment an Turbine Potsdam für den Sieg. Ich denke mal, nach dem Ergebnis, zumindest aus Jena, was ich mitbekomme, was die Fans hinter mir dankend beklatscht haben, denke ich mal, ist der Kampf um Platz 2 auch entschieden. Ja, selbst beim sind noch zwei Spiele und die sie alle gegeneinander machen, die Top-Teams. Wir waren halt sicherlich nicht der Gegner, den wir sein wollten, aber ich habe das schon des Öfteren gesagt, wir haben einen Kader, der inklusive, also zwei Torfrauen weggelassen, 11 Bundesliga-taugliche Spielerinnen hat. Wenn dann die eine oder andere gar nicht kann, wie Nebuli verletzt und Himmighofen, die für die Mannschaft sehr wichtig ist, dann auch noch fehlt. Da haben wir schon eine weniger, die wir ersetzen müssen. Dann mit Jackie Krönen, die das erste Spiel wieder gemacht hat und verletzt war. Wenn die Islager angeschlagen war, dann haben wir einfach nicht diese Qualität mehr auf der Bank. Das war das letzte Aufgebot, was wir hatten für heute. Das wusste ich vorher. Natürlich rechnet man sich ein kleines bisschen was aus. Wir haben 1-1 gemacht. Wir waren in den ersten 20 Minuten zumindest, haben wir offensiv so gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben aber trotzdem zum Toreschießen richtig eingeladen, zumindest die ersten 2-3 Tore. Die haben sie sich erarbeitet, wir haben Fehler gemacht, die sind ausgenutzt worden. Dann hat sich die Mannschaft ein bisschen hängen lassen, die 25 Minuten bis zur Halbzeit, und hat dann wieder, das war auch das Ziel, in der zweiten Halbzeit 30 Minuten, haben wir das Geschehen einigermaßen offen gehalten. Ohne dass, wir hatten ein, zwei Aktionen im ganzen Spiel, drei Aktionen der zweiten Halbzeit noch. Wenn man da ein Tor macht, dann hätten wir uns das sicherlich verdient, aber letztendlich haben wir noch mal zwei kassiert. Und wie gesagt, da fehlt die Qualität aktuell. Ich bin froh, dass die Mannschaft sich in den wichtigen Spielen, ja, die wir dann auch noch haben mit Bad Neuenahr in München vielleicht und zu Hause gegen Jena, wo wir was machen können, wo wir noch den einen oder anderen Punkt holen wollen oder den einen oder anderen Sieg. Das haben wir geschafft, das werden wir auch schaffen, wir werden die Klasse halten und dann müssen wir halt schauen, dass wir uns sportlich in irgendeiner Form verstärken können, wollen, werden. Ja, das hängt sicherlich auch von unserem Insolvenzverwalter ab, mit dem wir einen sehr guten Kontakt haben, aber ich glaube, das wird funktionieren, dass wir nächstes Jahr in die Saison starten können mit 13, 14 Bundesliga-tauglichen Spielerinnen, um dann vielleicht den Jungen auch noch mehr Zeit zu geben, beziehungsweise Ausfälle zu kompensieren. Wie gesagt, wir haben es heute nicht geschafft, all das so umzusetzen, wie wir uns das vorgenommen haben. Und trotzdem bin ich jetzt nicht unzufrieden, weil es eine realistische Chance, einen Punkt zu holen, der hat man von vornherein nicht. Wir sind heute direkt angereist, wir sind mit Kleinbussen gefahren, also die Platzwelt, also die Verhältnisse in so einem Kleinbus sind gering. Also es war vieles nicht zusammengepasst, aber trotz dessen ein Kompliment für diese 50 Minuten und natürlich ein Kompliment an Potsdam. Danke schön, Herr Karlheit. Herr Schröder, Ihr Kommentar zum Spiel? Ja, erstmal Respekt und auch Komplimente an Duisburg. Ich glaube, mit dieser Mannschaft, Sven, und dann sieht man auch deine Handschrift, wo du endlich mal frei arbeiten konntest. Wir waren ja leider nicht zusammen bei der Arbeit. Das ist schon, das meine ich auch so ehrlich. Man darf ja nicht vergessen, dass im Grunde genommen ist er ein Ossi. Ne? Er hat bloß das Problem gehabt, dass er in die falsche Stadt gekommen ist. Aber also ich denke, ihr habt euch wirklich sehr gut verkauft. Ihr habt nach vorne gespielt. Ihr habt versucht, praktisch uns dort zu greifen, wo das für dich sichtbar war. Das war auch für uns sichtbar. Wir haben viele Fehler gemacht. Wir haben natürlich, man muss auch die Platzverhältnisse sehen. Man muss alles sehen. Ich denke aber, die Ergebnisse, die ihr letztens gemacht habt, die waren sehr überraschend und die zeigt auch damit, dass die Qualität der Mannschaft nicht so ist. Wir haben hier schon gegen Duisburg gespielt, insbesondere auch das Spiel in Duisburg, wo noch einige andere dabei waren, Ohimi und einige Leute andere, und haben wir wesentlich schlechter gespielt. Wir hätten dort 5-6-0 gewinnen müssen und hier war das Spiel ein klares Ergebnis, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, wir hatten noch 2-3 andere Möglichkeiten, aber ihr könnt ja mit erhobenen Haupt runtergehen und ich denke, das ist das auch deine Arbeit mit und deine Aufgabe mit. Und wir sind ja über Jahre mit Duisburg befreundet gewesen, sind wir nach wie vor. Ich würde mich freuen, wenn ihr drinnen bleiben würdet, auch wenn es auch finanziell vielleicht nicht so läuft, aber ihr habt es verdient. Es gibt viel wesentlich schwächere Mannschaften und ich wünsche euch dann natürlich für den Rest der Saison alles Gute und vielleicht sieht man das nächstes Jahr wieder. Ich nehme, in Duisburg sind ja die Trainer immer relativ lange geblieben. Und dann hast du natürlich auch die Chance jetzt. Okay, danke, Herr Stürz. Die
Sehr gerne. Ich möchte mich natürlich auf diesem Weg auch nochmal bedanken für die Stärke vom Verein, auch wie die Mannschaft in der Halbzeitpause zum Teil, was ich mitbekommen habe, gefeiert worden ist. Ich muss auch sagen, auch als Frankfurt-Trainer, unabhängig davon, dass da die Emotionen immer sehr, sehr hochgekocht sind oder worden sind und sind, das ist nun mal so, aber bin ich gern nach Potsdam gekommen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier sitze, sondern ich finde das A, gut, wenn Emotionen im Spiel sind. Natürlich nicht gegen mich, ist auch klar. Aber andererseits ist es natürlich auch so, finde ich, das gut, ein geiles Stadion. Die Fans stehen immer in der Turbine, ist egal, wie sie spielen, auswärts immer da. Und das zeigt, das ist gewachsen und ich finde das sehr, sehr gut. Es macht auch immer Spaß. Die einzige negative Sache ist, es ist immer sehr weit weg zum Spiele beobachten oder herfahren. Aber wie gesagt, ich finde das gut und ich denke auch, dass wir mit Duisburg in den nächsten Jahren uns hin und wieder hier sehen. Natürlich. Davon gehen wir aus, ne? Okay, die Gelegenheit für die Medienvertreter, Fragen loszuwerden. Vorab noch vielleicht eine Korrektur zum Tor, was irrtümlich mal an Mielke zugeschrieben wurde. Das hat Stefanie Drafs geschossen. Kann man ja auch nicht. Es war ein Strafraumgewinn, schwer ersichtlich, ja. Ja, das war meine Frage. Danke, Frau Wiedeck. Sehr gerne, Herr Mommel. Herr Schröder, Sie haben jetzt viel über Duisburg gesagt. Ihre Mannschaft hat halt 6:1 gewonnen zu Hause. Können Sie vielleicht nochmal sagen, was Ihre Mannschaft gut gemacht hat und wo vielleicht noch ein paar Schwächen zu sehen waren? Ja, man muss bei jeder Kritik auch sehen, an der eigenen Mannschaft, das ist auch nur ein Gegner. Und heute hat der Gegner uns das wesentlich schwerer gemacht als Jena zum Beispiel, muss man auch sehen. Vor allem durch das schnelle 1:1. Wir haben nach wie vor Mittelfeldprobleme, die wir so in den Spitzenbegegnungen nicht stehen lassen können. Wir müssen sicherlich was verändern. Das Mittelfeld ist längst nicht so aggressiv, wie ich mir das vorstelle. Ich will auch keine Namen nennen, dann wird wieder gesagt, ja, immer die gleichen. Nee, es gibt dort Reserven, vor allen Dingen im Spiel, wenn man Ball verlieren, ein Gegenpressing, kannst du mit einigen Spielern nicht machen. Wir müssen viel schneller nach vorne reinkommen, weil wir vorne uns verstärken können. Wir haben natürlich 5 oder 6 Stürmer, wenn ich Antonova noch dazu rechne und hat heute wieder 2 Tore geschossen in Neuendorf. Wir haben mit Hegerbergs Geschwister, wir haben mit allen, Evans hat zum ersten Mal wieder gespielt. Wir haben ein Angriffspotenzial, was kein anderer Verein hat, muss man dazu sagen. Und da muss ich natürlich nach vorne reinspielen und das muss schneller gehen. Und da müssen wir natürlich dann, wenn die hinten, die haben gut gestanden heute auch, ich muss sagen, habt im Abseits gut gestanden, habt euch gut formiert, ob das wollt oder nicht, aber es war so. Und fragt es eins, dass man da auch mal die zweiten Bälle nehmen muss. Und da ist unser Mittelfeld einfach zu lahmarschig gewesen, dann einen abgewehrten Ball wieder sofort reinzubringen vorne und dann wieder frisch zu machen. Und wenn wir, das wissen wir seit Jahren, mit 3 Stürmern spielen, dann müssen wir auch Tore schießen. Und dann muss auch aus dem Mittelfeld mehr kommen und nicht immer hinten rumspielen. Wir haben ja nun das Ding erlebt in Bad Neuenahr, wo wir 80% Ballbesitz hatten. Und das Gleiche wollten wir ja machen in München, das ist schief gegangen. Wir sind eine Mannschaft, die nach vorne spielt. Und am schönsten waren ein paar Diagonalpässe die erste Halbzeit. Völlig überraschend von Kemme da rechts raus. Und das will ich sehen, dafür haben wir 3 Stürmer. Obwohl das im Fußball halt nicht mehr üblich in Diagonal war. Man spielt ja heute im Fußball ohne Einstürmer. Also wir haben noch Luft nach oben. Wenn wir in Essen gewinnen, denke ich, dann, du hast angedeutet, dann könnten wir, die Konjunktive ist immer so eine Sache, international dabei sein. Weil das ist ja unser Ziel, dass wir wieder international dabei sein, weil einfach dieses Publikum, das Umfeld und wir haben dann, der Rasen ist wieder besser dann und so weiter. dann kann man wirklich wieder Fußball spielen und das wollen die Zuschauer auch. Und das ist auch so, war heute gute Atmosphäre wieder, Wetter war schön, alles drum und dran. Wir werden mehr sehen, aber wir müssen dran arbeiten. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt. Herr Russert hat eine Frage mit. Frage, Sie haben internationale Plätze ja auch schon angesprochen, aber noch einen Blick weiter nach oben, also in Richtung Wolfsburg. Wolfsburg hat 2:1 in München. Zu Hause gegen München gewonnen, wenn man die verzerrte Tabelle gegenrechnet, sozusagen würde jetzt ungefähr so ein 4-Punkte-Abstand noch da sein. Das Spiel gegen Wolfsburg hier könnte tatsächlich noch was möglich sein in Richtung Titel, da müsste Wolfsburg sich noch einen Ausrutscher leisten, sie jedes Spiel gewinnen. Das scheint ja auch so zu sein, dass sie gut drauf sind, also in den letzten Spielen, Frankfurt heute in Jena gepatzt. Wie sehen Sie das, Herr Schröder? Also Fußball ist ja kein Naturwissenschaft, wir müssen nicht im Konjunktiv reden. Ich wäre froh, das ist ja das Problem.
Sven, wa? Du weißt Bescheid. Es ist einfach so, dass das rechnerisch ist wohl ein vierter Platz noch möglich. Das muss man mal eindeutig sagen. Also wir müssen nach vorne spielen, wir müssen alles das rausholen, was wir haben. In Frankfurt ist angeschlagen. Und da muss man jetzt einfach. Ich denke, internationaler Maßstab, wenn wir fünfmal den deutschen Meistertitel hintereinander holen würden, da muss man auch die Frage bei den anderen stellen. Ich habe es letzte Saison schon gesagt. Also so überragend können wir gar nicht sein. Man sieht es ja, Wolfsburg hat jetzt mit Glück und Verstand in London gewonnen, wo wir natürlich nicht die Mannschaft hatten. Also nochmal, ich wäre froh, wenn wir international spielen. Wenn es dann klappen würde, vielleicht ganz vorne, ist eine andere Frage. Aber es hängt nicht von unserer Arena ab, das hängt natürlich auch vom Gegner ab. Und wir wollen nicht den Anspruch höher schrauben, als wir vielleicht erwarten könnten. Jeder, ich habe das neulich gesagt, wir sind in den letzten 9 Jahren, haben wir 17 Titel geholt. In 9 Jahren, das vergessen die alle. Also 6 deutsche Meistertitel, 6 Hallencup-Titel, 2 Europa-Titel, 3 DFB-Pokalsiege. Wir haben dieses Jahr wieder einen noch drin. Also in 9 Jahren 17 Titel, müsste man mal wieder sich aufrufen im Internet oder irgendwo, damit man weiß, was dieser Verein geleistet hat. Alles klar? Aber Sie sagen doch nicht, dass der Zug abgefahren ist. Ich trotzdem naja, solange wie es rechnerisch noch möglich ist, ich habe zwar dieses Jahr 50 Jahre Abitur, aber da kann ich nur einen Dreisatz kann ich noch erinnern. Gibt es weitere Fragen? Trainer mit Abitur? Nichts anderes geschafft. Dann würde ich unserem Trainer nochmal das Wort übergeben, er möchte noch was mitteilen. Ja, wir wissen ja, dass einige Dinge schon in der Öffentlichkeit preisgegeben worden oder in der Öffentlichkeit diskutiert werden über Spielerwechsel. Ist offiziell gibt es noch keinen Spielerwechsel. Es gibt aber offiziell eine Spielerin, die in den nächsten 2 Jahren bei uns spielen wird. Das ist Julia Simic von Bayern München, an der wir eigentlich schon seit langem interessiert sind und die sicherlich, wenn es zu einem offiziellen Spielerwechsel kommt mit zu Arnebeck nach Bad Neuenahr, wird sie die Position von Arnebeck einnehmen, weil das eigentlich so ist. Es gibt noch, wir wissen das, wir wissen auch mit Dorsun, aber das sind alles, wir spielen mitten in der Saison und da muss man nicht jeden Tag eine Wasserstandsmeldung abgeben, was nun ist. Wir haben noch 2 Spielerinnen, die auch unterschreiben werden, auch international gute Leute, auch deutschsprechende. Aber die Einzige, wo ich jetzt 100% sagen kann, das ist Simic und wer weiß, was die für uns wert sein könnte. Der weiß, dass es für uns keine Schwächung sein wird. Josef, ja? Ich frage ja nochmal nach. Einen Moment bitte. Ich frage nochmal nach auf der wichtigen Position, wenn Sie wahrscheinlich doch fehlen lassen müssen, nicht weil es ein besseres Angebot aus Frankfurt gibt, sondern weil die Heimat ruft. Alisha Neher wird wohl nach der Saison zurück nach Connecticut gehen, oder? Wenn, dann nach Boston. Sagt er eben zu mir Connecticut. Ja gut, das weiß man ja nicht. Aber Fakt ist eins, dass wir haben ja gute Torhüter, ist nur das Problem, Anna Sauholz, wenn immer die Frage steht, warum spielt Anna Sauholz nicht, weil sie krank ist oder weil sie irgendwelche andere Zipperleinchen hat. Die müssen endlich mal aus dem Tal raus und dann wird ja immer mit Schuld hier, natürlich sind wir an Schuld interessiert. Deshalb habe ich auch mich entschuldigt für unsere Fans, die Schuld ausgepfiffen haben oder ein paar Bemerkungen bei 9a gemacht haben. Aber das ist weites. Wir müssen endlich mal auch wieder eigene Leute rausbringen. Wir haben 2 junge Torhüterinnen in den A-Junioren, wo eine noch nicht spielen kann, denn die andere noch nicht so weit ist. Ich denke, eine Torhüterin, wir haben immer an Torhütern sind wir nicht gescheitert. Bei uns ist es so, die Spieler, die von uns weggehen, werden meistens Kapitäne in den anderen Mannschaften. Und damit haben wir alles gesagt. Es sei denn, sie gehen nach Frankfurt, ne? Ja. Gibt es? Da werden sie auch Kapitän. Anger war auch Kapitän in Frankfurt. Kings war auch Kapitän in Frankfurt, ne? Sven, war das so? Ja. Ja, siehst du. Alles unsere. Na, Wander. Gibt es noch Fragen? Herr Böse? Herr Schröder, Sie haben den Wechsel von Patty Hanebeck mehr oder weniger bestätigt. Hat sie sich nicht so durchsetzen können, wie Sie sich das vorgestellt haben vor 2 Jahren? Oder ruft die Heimat zu sehr? Sie wohnt ja da in der Nähe. Was ist da der Grund? Der Grund ist eigentlich
die Heimat. Das sind alles, die sind Schollen verbunden. Das ist, wenn die, das ist ja das Schlimmste für die, dass sie zweimal nicht beim Rosenmontag dabei war sein konnte. Es ist einfach so, dass es hier bei Sauerdorso und wenn das genauso. Das sind Familien, man muss das auch nicht bewerten, ob das die Sache wert ist. Wir haben sie hergeholt, damit sie Nationalspielerin wird. Weil wir das Gefühl hatten, sie hat auch dem Verein, wird sie dann auch erklären, wenn es läuft, viel zu verdanken. Aber ich glaube, dass sie sich einfach, da gab es einfach Dinge, die Mutter war öfter da, die Großmutter war öfter da, die hat nie diese Nabelschnur durchschnitten. Das heißt also nicht negativ. Es ist einfach so, wenn man in so einer Gegend kommt, wenn man aus diesen Bereichen kommt, Rheinland oder irgendwo, dann ist man vielleicht noch anders verbunden. Also wir wissen es ja, in der DDR ist ja genauso, wir sind immer noch hier. Also vor den Abgeordneten. Also das hat mit Spieler. Also ich muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass sie hat ja noch Vertrag. Also wir haben übrigens, lassen wir die alle aus dem Vertrag raus, wenn sie wollen, das ist nun mal eine andere, was nicht bringt. Aber ich denke, sie hätte auch noch ein Jahr nicht diese, das ist genauso bei Yuki, wenn die wechseln sollte, das ist ja auch eben, die Leute sind irgendwann mal nach 2 oder 3 Jahren an dem Punkt angelangt, wo sie auf dem Level sind. Wir brauchen auch mal wieder ein bisschen bei anderer Bewegung in so einer Mannschaft. Ne? Muss man sagen. Aber wenn die ein schlechtes Wort über Potsdam sagen würde, dann würde ich mich sehr wundern. So, sind noch Fragen offen, Herr Morgen? Ganz kurze zu Simic nochmal. Wie lange hat sie Vertrag gekriegt? 2 Jahre. Ja. Wir haben hier alle Informationen. 23 Jahre, alle durch, Pech gehabt, Nationalmannschaft, kurz beim Training der Nationalmannschaft, Kreuzbandriss gerissen, dann nochmal das gleiche Kreuzband. Also ich denke, mit Simic haben wir eine Spielerin, das ist natürlich klar, es ist mal Bayern und Preußen, das wird nochmal was anderes. Haben wir eine Spielerin, von der ich mir viel verspreche. Eindeutig, das muss man sagen, Sven, ne? Haben wir einen guten Fang gemacht. Ja. Sehr, sehr stark, ja. Ich höre so gern zu hier. Gut, ich denke, damit sind alle Fragen beantwortet. Wie gesagt, hier vorne sind Informationen zum Neuzugang. Ich wünsche unseren Gästen gute Heimreise, sichere Heimreise für den restlichen Saisonverlauf. Alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Saison wieder hier. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie bitte zum nächsten Heimspiel am 28. April, 11 Uhr schon, das heißt früh aufstehen. Wir haben ein Morgenspiel und Unterstützung der Mannschaft. Soweit, vielen Dank fürs Kommen und auf Wiedersehen. Heute wieder auf hohem Niveau die Presse.